mein Ex-Freund und mein Papa. Meine Mutter ist doch auch irgendwo. Ja, meine Mutter guckt eigentlich ganz nett. Ein bisschen mitleidig. Ja, mir geht's beschissen. Ja, ich kann mich nur von dir verabschieden. Wir können wieder zusammenleben. Ja, wir können einfach nicht zusammenleben. Weil so ein beschissener Gott oder Universum das einfach so entschieden hat. Und das Leben einfach so ist. Deswegen ist das so. Und ich habe keine Möglichkeit, mich dagegen zu wehren. Ich muss das einfach so hinnehmen. Weil es einfach so ist. Hol doch mal den Teil herbei, der es gerne möchte. Die das hinkriegen würde. Die sagt, ich will mit dir leben. Bring die mal mit deinem Ex-Freund zusammen. Ja, dann kommt meine innere Frau. Okay. Und die sagt, sie findet ihn toll. Denn ihre Frau hat Lust auf ihn. Okay. Guck mal, wie er reagiert auf sie, auf diese innere Frau. Also freundlich. Ich habe das Gefühl, du findest sie nur äußerlich toll. Stimmt das? Ja. Das reicht mir auch nicht, dass du mich nur äußerlich toll findest. Ja. Gut, wenn es so klar ist, dürfte ja kein Verlust sein. Aber ich finde ihn trotzdem toll. Ja, klar. Ich möchte einfach, dass das klappt, weil ich dich einfach so schön finde und einfach mit dir zusammen sein möchte. Ja. Und ich möchte, dass ja, wir einfach harmonisch zusammenleben können und einfach eine Familie gründen können und das trotzdem geht. Ja. Aber es geht einfach nicht. Okay, was hat dein Papa damit zu tun? Der steht ja auch dabei. Ja, findet es gut, wenn er mich alleine lässt. Hm. Wenn wir uns trennen. Ja, weil ich so abhängig von ihm bin. Ja. Ja, ich bin emotional total abhängig von dir. Ich bin ständig darauf angewiesen, wie viel Aufmerksamkeit du mir schenkst. Ja. Und wie du zu mir bist und wie oft du mich umarmst und ich weiß nicht was. Ich bin überhaupt nicht frei, was das betrifft. Ja. Eigentlich müsste dieser Platz sein Papa haben. Sag mal, ob er nicht diesen Platz übernehmen kann, weil er ist ja immer dein Papa. Du müsstest diese tiefe Beziehung, das angenommen sein und das wertgeschätzt werden und geliebt werden von deinem Papa kriegen. Das ist so, als ob dein Papa ihn arbeiten lässt. Ja, ist dir bewusst, dass du ihn für dich arbeiten lässt? Dass eigentlich du den Platz haben müsstest? Ja. Ja. Dein Papa geht mal in ihn hinein und du schaust dir die ihn mal an, dein Ex-Freund. Guck mal, wie sich das anfühlt. Ja, wenn er in ihn reingeht, will ich ihn noch mehr. Okay. Gut, dann soll dein Freund mal in deinen Papa reingehen. Guck mal, ob du deinen Papa dann auch mehr willst. Das ist sowas wie, nee, jetzt brauche ich den nicht mehr, jetzt kann ich ihn loslassen. Dann brauche ich meinen Papa nicht mehr. Weil du den Papa nicht verlieren kannst, ist das sowas? Ja. Dann bin ich frei. Dann weiß ich, dass er da bleibt. Ja, okay. Dann ist das tiefste Geheimnis an deinem Freund. Da passiert sowas wie eine Übertragung. Er ist dein Papa. Da er jederzeit aber gehen kann, dich wegschicken kann, und jederzeit verliert, dann erinnert dich jederzeit an den Schmerz. Das tut weh. Wenn er, so wie er ist, in deinen Papa reingeht, Papa kannst du nie verlieren, der ist immer einfach da. Da ist der Schmerz weg. Das heißt, dein Freund ist der ständige Auslöser des Schmerzes, dass du deinen Papa verloren hast. Ja. Ja, das ist mir bewusst. Dann guck mal, wie deine Ehefrau jetzt drauf reagiert. Zickig und so ein bisschen schnippisch. Jetzt will sie ihn nicht mehr, wenn er noch in meinem Papa drin ist. Das heißt, deine innere Frau will wirklich den Mann haben? Und wenn sie wahrnimmt, ey, es ist ja nur so Papa-Ersatz, dann will sie ihn auch nicht. Ja, also wenn sie das jetzt, also mein Freund ist ja noch in meinem Papa drin, und wenn sie die zwei jetzt so sieht, dann macht sie so,
Und will die nicht mehr. Ja. Gut, dann machen wir jetzt einen Test. Stell dir vor, diese Info geht in die Disco. Da sind ja viele Männer, die suchen ja auch tolle Frauen. Guck mal, was passiert. Ob sie Männer anzieht, ob sie wegstößt, wie sie auf welche Männer reagiert. Also sie reagiert auf viele, also arrogant und schnippisch und spielt mit denen. Ja. Es könnte sein, dass sie noch gar nicht geliebt hat, dass sie noch gar nicht weiß, was Liebe ist, dass sie Angst vor den anderen Männern hat und deshalb arrogant und schnippisch ist. Könnte sein, dass sie noch keinen anderen Mann an sich reingelassen hat. Fragst du doch mal, ob sie jemals mal richtig verliebt war. Warst du schon mal richtig verliebt? Also sie sagt jetzt ja. Okay, dann sollen sie dir denjenigen zeigen. Also da kommt jetzt so jemand, der Stefan heißt. Mhm. Den habe ich vor 1,5 Jahren oder so, habe ich mal auf dem Fest gearbeitet. Ja. Am Bierpilz. Und da war einer. Und irgendwann hat er mich angesprochen und hat gefragt, ob er mir seine Nummer geben kann. Da habe ich gesagt, wieso, ich kenne dich doch überhaupt gar nicht und so weiter. Und bin dann mit ihm ins Gespräch gekommen. Das war eine Woche, bevor ich mich von meinem Ex-Freund getrennt habe. Er studiert Psychologie und Erziehungswissenschaften und es war ja immer mein größter Traum, ein neues Bewusstsein für Erziehung zu schaffen. Und irgendwie unser Gespräch, er hat genau die richtigen Worte gesagt, so, wie ihn habe ich erzählt, dass ich Motorrad fahre und er fährt auch Motorrad, hat er gesagt, ja wieso, du fährst Motorrad, du musst doch eine Prinzessin sein und ne, man muss eine Freundin wie eine Prinzessin behandeln und so weiter und so fort. Alles das, was ich mir immer irgendwie gewünscht habe. Auf jeden Fall habe ich dann zu ihm gesagt, ich sage, ja, es tut mir leid, es ist im Moment nicht der richtige Zeitpunkt, ich kann dir meine Nummer nicht geben, und weil das mit meinem Ex-Freund ja alles noch war. Und ich habe gesagt, aber ich bin mir sicher, wenn wir wichtig füreinander sind, dann werden wir uns nochmal wieder treffen. Als er sich verabschiedet hat, also er studiert in München und wohnt in Flensburg, ja, hat er gesagt, ich werde dich so lange suchen, bis ich dich wiedergefunden habe. Ja. Und dann seitdem haben wir uns nie wieder gesehen. Ja, und danach habe ich im siebten Himmel geschwebt. Ich hatte Energien in mir, was ich noch nie jemals zuvor gefühlt habe, und hatte Visionen von uns, und obwohl ich den überhaupt gar nicht kannte und ich jetzt auch nicht sagen kann, dass der jetzt so mega mein Typ war, ja, also so extrem. Ja, und war mir sicher, dass wir uns eigentlich wieder treffen, so. Mhm. Und das Fest ist nur einmal im Jahr. Und letztes Jahr, als das war, bin ich nicht hingegangen, da bin ich hierher gezogen. Und es war halt so, wie, dass ich mir sicher war, dass wir uns wieder treffen, dass wir zusammen Kinder kriegen, obwohl ich den überhaupt gar nicht kenne. Dass es das einfach irgendwie ist, ne? Und mir wurde dann auch gesagt, dass ich irgendwie eine karmische Liebesverbindung an mir habe, aber naja, all solche Sachen halt dann. Na gut, das kann ja alles so sein. Und er kann trotzdem auch eine Projektionsfläche sein, wie mit so einem Typ Menschen oder so einer Liebesgeschichte wirst du Kinder haben. Es muss ja nicht er als Individuum gemeint sein. Es kann ja nur eine Selbstähnlichkeit sein von, mit so jemand liest du so eine tiefe Verbindung, dass du Kinder haben wirst und so weiter. Das halte ich auch für stimmig. Ich habe den überhaupt nicht gekannt, aber es war einfach so eine Liebe da. Ich habe echt, ich habe über den Boden geschwebt, ne? Ich habe kein Wort mehr gesagt. Ich war einfach so erfüllt in mir. Ich brauchte nichts mehr. Ne? Ja. Vielleicht hat dir das auch die Kraft gegeben, dass du eine Woche später mit deinem Freund Schluss gemacht hast. Das kann auch gut sein. Ja. Vielleicht hatte die Existenz ihn vorbeigeschickt, damit du diesen Schritt machst, weil du bist ja nicht in Beziehung gewesen mit deinem Ex-Freund offensichtlich. Ja, und der war auch nur 2 Jahre älter als ich, so, ne? Gut, dann frag mal die innere Frau, da hat sie sich offensichtlich wirklich in ihn verliebt. Da ist wirklich was passiert, was eine andere Qualität hat zumindest. Ja, hast du dich da in ihn verliebt? Ja, schon. Okay, dann bring die beiden jetzt mal zusammen. Also, sie findet ihn toll, aber sie kann noch nicht zu ihm gehen. Aber sie traut sich noch nicht. Also sie findet ihn schon toll und möchte ihn haben, aber ja, brauche ich die Sicherheit nur, wegen, also weil der Missbrauch noch nicht aufgelöst ist. Ja, also sie nickt irgendwie den Kopf. Ja. Ja, entweder binden sich beide gegenseitig freiwillig, weil eine Attraktion da ist. Und das macht dein Ex-Freund offensichtlich automatisch, weil er deinen Stiefvater, deinen richtigen Vater repräsentiert. Der macht gar nichts. Ja, genau. Genau wie mein Vater. Ja, genau. Und dadurch hat er eine hohe Attraktion. Ja.
Aber er könnte jederzeit verschwinden und deshalb bleibst du ums Verrecken bei ihm. Ja. Damit er ja nicht verschwindet, wie dein Vater. Mhm. Weil wenn er sich in deinem Vater auflöst, bist du frei. Das heißt es nämlich, dass du letztendlich gar keine Bindung an ihn persönlich, individuell hast. Mhm. Und das ist auch das, was er dir ständig vorwirft, ne? Du siehst ihn ja gar nicht. Er müsste es ja mitkriegen, dass du ihn ja gar nicht wirklich liebst. Ja, er fragt mich, was willst du eigentlich von mir? Ja. Wenn ich all die Dinge an ihn bemängel. Ganz genau. Dass er mir nicht genügend Zeit schenkt und so weiter. Ja. Ja, und jetzt? Bleibt übrig, dass du ihn nicht liebst. Dass du dringend deinen Vater brauchst, dass er dich liebt. Dann hast du die Sicherheit. Und dass deine innere Frau zumindest eine Ahnung hat, wie es sich anfühlt, verliebt zu sein. Und dass es dieser junge Mann zumindest war. Oder so jemand würde deine innere Frau in die Lage versetzen, sich zu verlieben. Das ist schon eine ganze Menge Klarheit. Also deshalb müsstest du, wenn dir nochmal so ein Typ anbaggert, du müsstest ihm eine Chance geben. Ja, im Juli ist das Fest wieder. Okay, ist nur einmal im Jahr. Na gut, dann ist ja nicht mehr lange hin. Ja, dann siehst du es. Wenn er auftaucht, dann hat die Bindung so eine hohe Kraft, dann wird er auch zusammen sein ab dem Moment. Und wenn er nicht auftaucht, das war's dann. Dann war er halt irgendeine eine Hilfe, dass du den Weg findest. Und dann wird jemand anders kommen. Richtig. Das ist ja auch das Schöne. Der innere Frau ist ja, hat ja Lust, die will ja leben jetzt. Die will ja, guckt sich ja schon um. Dein Stiefvater hält dich von den Männern ab, so kannst du es auch sagen. Ja. Weil er deine Sexualität besetzt hat, immer noch. Ja, du hältst mich einfach davon ab, auf Männer zuzugehen, dass ich mir den Mann suchen kann. Ja. Also er nickt. Das ist ihm bewusst. Ja, dann kannst du doch jetzt mal langsam damit aufhören. Ja. Wenn dir wichtig ist. Er schüttelt den Kopf. So, und da musst du jetzt einsetzen. Dass du mich in Ruhe lässt, dass du mich endlich loslässt und mich endlich in Freiheit lässt. Er sagt, das kann er nicht, weil ich nicht will. Weil ich nicht will. Doch, ich will es. Dann mach ihm das klar. Ich will das aber. Ich merke, wie sich irgendwas in mir sperrt. Dann soll mal der Teil jetzt auftauchen, was sich in mir sperrt. Ja, er ist den Teil auftauchen, er ist ein Teil in dir, der will das wirklich nicht. Eine Modder-Moor-Leiche. Eine Moor-Leiche? Ja. Oh, gut. Ja, sie sagt, das tut scheiße weh. Sprech die mal an, die Moorleiche. Was hat die da für ein Geheimnis? Weil die ist ja eine unbewusste Instanz in dir, die dich abhält und sagt, um Gottes Willen, mach das nicht. Ja, was ist denn passiert? Ich habe irgendwie jetzt wie so einen Stahlarbeiter, der auf Stahl haut. Hammer. Ja. Ja, wieso tauchst du denn jetzt auf? Er sagt irgendwie, ich muss arbeiten. Ja, was meinst du damit irgendwie? Ja, er muss arbeiten, er hat einfach zu tun. Also er ist total beschäftigt irgendwie. Ja, dann guckt er einfach mal die Moorleiche an und als guckt er sich die an, kriegt einen Schreck, schmeißt den Hammer hin und läuft weg. Hol ihn dabei. Ja, komm mal wieder zurück. Ja, vor den einen, genau. Ja, also er ist stehen geblieben, aber er steht ganz weit weg und ist total außer Atem und okay. Hat total Herzrasen. Hau nochmal auf den Boden, dass er zurückkommt. Vor den einen. Ja, dann komm mal ganz zurück jetzt. Ja, es ist wie, als wenn er sich teilt. Ein aufgeregter Teil bleibt dann noch stehen und ein ruhiger Teil kommt vor zu mir. Ich möchte, dass beide kommen. Ja, okay. Stehen beide vor mir. Warum teilst du dich auf? Also irgendwas sagt ganz hektisch Spaltung, Spaltung. Die hat bestimmt mit der Moorleiche zu tun. Der Teil soll sich die Moorleiche angucken, dann weiß das wieder. Ja, dann guckt euch mal die Moorleiche an. Also die kriegen totalen Schreck. Die fassen so die Hände vom Mund, sind total panisch, wenn sie die Moorleiche sehen. Okay, dann holt trotzdem deinen Stiefvater damit hinzu, weil der hat irgendwas damit auch zu tun. Du kannst ihn nicht loslassen, weil dieser Teil existiert. Hol deinen Stiefvater mit hinzu, guck, wie der reagiert. Ja, der sagt zu den beiden, die sollen abhauen, so schnell wie möglich. Nee, die sollen da bleiben. Hier wird es geklärt. Ihr bleibt hier. Was ist gelaufen? Frag kein Stiefvater mal, er weiß es ja offensichtlich.
Wenn er die wegschickt, weiß er mehr, als er sagt. Was ist denn gelaufen? Er sagt, es hat mich gar nicht zu interessieren. Ja, das hat dich aber heftig zu interessieren. Jetzt würde ich einfordern. Ich bin total erstaunt. Ja, du kommst jetzt an Karma-Geschichten ran. Was hat mich nicht zu interessieren? Ja, also er sagt irgendwie jetzt Vergewaltigung. Ja. Und da fällt mir gleich ein, als in der Reinkarnationswoche, als ich Rückführung und so weiter, war ich ein Mann, also ein kleiner Junge. Ja. Und der auch total missbraucht worden ist und angepinkelt worden ist und der dann so einen Entschluss gefasst hat, es reicht, ich nehme mir jetzt alles das, was ich will. Und dann hat der also Frauen vergewaltigt und sie auch ermordet und so weiter. Und nachher, als er ganz alt war, hat er gesagt, ich habe mir alles genommen, was ich wollte und trotzdem bin ich nicht glücklich geworden. Ja. So, also so funktioniert es auch nicht. Ja. Und dann so dieses fürs nächste Leben, ja, dann muss ich es nochmal. Irgendwie, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun mir hat. Mir fragt ein Stiefvater, ob das damit zu tun hat. Ja, hat das da was mit zu tun? Also er nickt den Kopf. Ja. Ja, warst dann du die Frau? Also er sagt, ja, jetzt werde ich ganz traurig und das tut mir total leid. Ja, das würde aber bedeuten, du hast deinen Stiefvater im früheren Leben missbraucht. Er hat sich nur gerecht. Ja, da habe ich dich im früheren Leben missbraucht? Ja, also offensichtlich ja. Das ja, heißt, also es war auch total heftig. Ne? Also ich habe wirklich dieses Gefühl, wie ich diese Frau also wirklich benutze und mir das scheißegal ist. So. Ja. Und auch, dass ich, ja, mir war es scheißegal, mir ging es nur ums Ficken. So, also richtig, ich habe es richtig gefühlt, ne? Ja. So, und ja, habe sie dann umgebracht, ne? Gut, aber dann kannst du das eins zu eins übersetzen. Dein Stiefvater, dem ging es offensichtlich nur um den Trieb, um das, was er gefühlt hat, hat es gemacht und hat dich damit auch umgebracht, das Unschuldige in dir. Und wenn du so willst, ist das das Karma oder du hast das gespürt, was er getan hat. Man könnte auch sagen, er hat sich dadurch in deinen Kopf verpflanzt. Und du spürst logischerweise ihn und du projizierst es zurück ins frühe Leben. Also es ist scheißegal, wie man es erklärt. Jedenfalls ist das ein geheimnisvoller Zusammenhang. Ja. Und deshalb kannst du ihn nicht loslassen, weil der geheimnisvolle Vorgang noch nicht aufgedeckt war. Oh, scheiße. Jetzt kriegt alles eine ganz andere Wendung, merkst du es? Also immer, wenn ich daran gearbeitet habe und das hieß, dass du mich missbraucht hast und so weiter irgendwie, dass mir das immer so doll leid tat, so dieser Gedanke, ich könnte dich zu Unrecht beschuldigen. Ja. So, und also mir wird das jetzt klar, ich meine, wenn du diese Frau da bist, dann tut mir das also total leid. Und deshalb beschuldigst du ihn auch zu Unrecht, weil du hast ihm ja die Schuld zugefügt. Das Leid zugefügt, wenn du der Mann warst. Und er die Frau, dann hast du ihn missbraucht und dann kannst du ihn logischerweise nicht anschuldigen gleichzeitig, weil ganz tief in dir sagt was, es stimmt nicht. Schuld ist gleich Unschuld und Täter ist gleich Opfer und so weiter. Ui. Ja, also sowas. Das würde bedeuten, dass ihr jetzt quitt seid. Dein Stiefvater hat dich missbraucht, weil er dir irgendwas zeigen will damit. Oder weil du was in Gang gesetzt hast, was auf dich zurückfällt. Das ist ja wurscht, wie man es interpretiert. So, und frag mal deinen Stiefvater, wenn du das jetzt so deutlich wahrnimmst, ob ihr dann eine Chance habt, jetzt eure Geschichte auch aufzulösen. Das ist die wichtigste Frage. Ja, wenn ich das jetzt so bewusst wahrnehme und so die Zusammenhänge erkenne, habe ich dann jetzt eine Chance, das jetzt aufzulösen. Also er nickt den Kopf. So, dann war die Moorleiche quasi jetzt der Schlüssel dafür. Ja, irgendwie ja. Also ich habe das Gefühl, als wenn sie so einfach Opfer repräsentiert, ne? Ob es jetzt die Frau ist oder wer auch immer. Gut, der Stahlarbeiter wäre jetzt auch nochmal wichtig, weil der hat ja Panik dafür. Ja, wieso hast du denn so eine Panik davor? Also er hat schon wieder, jetzt wo ich ihn ansprechen will, ist er schon wieder den Hammer, also richtig Schiss, lässt den Hammer, pum, und weg. Du kannst gar nicht richtig reden, ich verstehe dich überhaupt gar nicht. Und bleib doch mal ruhig. Ja, er sagt irgendwie, ich habe gut reden und schon lenkt er sich ab mit irgendwas putzen und so. Also der ist voll panisch. Du bist voll panisch.
Werd doch mal ruhig. Klingt wie immer mit der inneren Frau zusammen. Guck mal, wie die beiden miteinander reagieren. Die kriegt auch Panik, wenn wir weglaufen. Ja, sie sagt, er tut mir weh. Oh ja, dann weiß sie mehr. Kannst du das dann mal zeigen? Das ist aber jetzt eine Entscheidung für mich. Ja. Du schaust dir an, vor dass du wegläufst. Das ist toll. Ja, ich meine, ich habe das ja im Hinterkopf. Ich weiß ja, wie ich die Frau vergewaltigt habe. Also, deswegen möchte ich nicht wissen, wie es andersrum war. Doch, das musst du wissen. Und damit bist du nicht frei. Und solange du es andersrum nicht weißt, bist du auch nicht frei. Und deshalb traust du dich auch nicht reinzugehen, das kleine Kind, was dein Stiefvater missbraucht. Du bist jetzt genau am Punkt. Vor dem Punkt hat deine innere Frau am größtmöglichen Angst. Deshalb hast du Angst vor anderen Männern. Du bist an deinem Geheimnis. Was ist dir passiert als Frau? Wer hat dich missbraucht und wie war das für dich? Ja, okay, dann... Ja, dann zeig mir das mal. Ja, dann zeig mir das mal. Ja, sie zeigt mir die Situation doch mal, wie der Mann diese Frau missbraucht, ne? Also aus meinem früheren Leben. Falk, als erstes Mal, das Schwimmen, ist das die Moorleiche? Ja, bist du die Moorleiche? Ja, also sie nickt den Kopf. Und der Stahlarbeiter ist derjenige, der sie missbraucht hat? Nee, er schüttelt den Kopf. Wir müssen herausfinden, was er für einen Aspekt dann hat. Also der wird offenbar irgendwie ganz anders, der Stahlarbeiter. Also ganz gehässig irgendwie und guckt dazu und holt sich einen runter. Ja, und er ist jetzt auf einmal auch nicht mehr so panisch und weich, so wie eben, sondern so, ja, jetzt ganz hart, so, also ganz starr, so fies irgendwie. Gut, dann geh mit deinem Bewusstsein nochmal in diese Frau hinein, in diese anschließende Moorleiche, dass du es auch spürst, wie es ist. Also letztendlich spürst du, was dein Stiefvater widerfahren ist. Aua, mein Knie. Dein Knie, ne? Ja. Ja, den Knie sitzen die Passlives, heißt immer. Mein rechtes Knie. Ja, ja. Bist du echt im Passlauf drin jetzt? Alter Schwede, es tut voll weh. Ja, ist klar. Ist schon irre, ne, wie das abgespeichert wird. Anscheinend auch im Knie. Boah. Ey, das ist auch noch mein Unfallbein. Ach, das erklärt ja dann plötzlich vieles. Mein Unfallbein und mein, ja, mein Knie, wo ich immer Knieschmerzen habe. Ja, ist logisch, jetzt bist du am Hintergrund. Aua, alter Shit, tut das weh. Ah, hat mir durch, nicht weg, das ist super. Du okay. Bist gerade am Hintergrund von deinen Knieschmerzen. Besser kannst du gar nicht kommen. Du haust die gerade raus, das ist super. Oh. Es hat mir echt immer das Bein weggehauen, dass ich fast hingefallen, also. Ja, ist klar. Oh, tut das weh, alter Schwede. Ich habe das Gefühl, meine Kniescheibe verschiebt sich. Super, lass das ruhig. Das fließt gerade ab, das ist toll. Okay, ich lasse es einfach. Einfach passieren. Bleib weiter in der Vergewaltigung drin. Ja. Spür, was der mit dir macht. Okay. Also nicht aushalten, sondern spüren, einfach spüren. Aua. Der Tod wie ein Wahnsinniger anscheinend ist es seine Art von Lust auszudrücken. Blickst mit, bleib aber drin. Oh Gott, tut das weh. Oh. Oh, ich muss ja fast lachen, es ist ja unglaublich, aber es tut echt weh. Ja. Also das ist jetzt so krass. Also ich meine, im Knie und Leben und Altes und so. Und boah. Der Schmerz geht jetzt raus. Weil du hast genau den Hintergrund dazu. Und dann ist es immer sinnvoll, den Schmerz da sein zu lassen, weil er löst sich auf, wenn der Hintergrund da ist. Oh, es kommt immer so wehenweise, so auf einmal, so tschuk. Ja. Ich kann es gar nicht glauben. Ja, war es das jetzt? Also, die Moorleiche ist jetzt irgendwie, also mehr wieder zur Frau geworden. Oh ja, super. Guck, was der Stahlarbeiter macht. Der ist nicht mehr erregt. Ja, es hängt einfach so runter bei ihm. Du wirkst ein bisschen wie erschöpft und lustlos auf mich. Ich habe so ein ganz komisches Gefühl jetzt im Knie und im Unterschenkel. Jetzt wird sich das irgendwie reparieren oder so. Der Unterschenkel war 7-mal gebrochen oder so, ne? Also das war komplett durch. Das lag 90 Grad neben mir, das Bein. Wann war das?
Vor 8 Jahren muss das gewesen sein. Also ich habe das selbst gemacht, ne? Ich habe mir einfach immer wieder gewünscht, dass mein Freund sich Sorgen macht und dass ich im Krankenhaus liege und so. Und ja, zack, bumm, ist es passiert. Und es ist auch tatsächlich so eingetreten. Also es ist nachts passiert, der Unfall. Und ich bin mit dem Motorrad gefahren alleine. Mir wurde halt die Vorfahrt genommen. Ja, mein Freund war 5 Minuten später am Unfallort, ne? Ja. Und ich hatte volle Aufmerksamkeit, war der Star des Abends. Ja. Also ich meine, und ich wusste am Unfallort, wusste ich schon, scheiße, das war deine Kraft der Gedanken, das hast du dir so gewünscht, das wusste ich am Unfallort, echt. Ja. Und er war jeden Tag im Krankenhaus, hat Stunden am Bett gesessen, aber gebracht hat es mir auch nicht, so eine Menge Schmerzen und 2 OPs. Ja. Aber es funktioniert, damit sollte man nicht spaßen. Die Mordleiche ist schon wieder so zur Frau geworden, also quasi auch die Frau, die vergewaltigt wird, so, ne? Und meine innere Frau guckt sich das so an, also guckt zwischen beide Menschen so in die Mitte, begutachtet das so, und ich habe das Gefühl, als wenn das anfängt, sich zu lösen, ne? Ja. So, also als wenn die nicht mehr so zusammenkleben und das so stattfindet, diese Vergewaltigung, sondern als wenn sich das löst. Also es ist jetzt erst aufgestanden, er ist auch nicht mehr erregt, reicht ihr so die Hand, sie steht auf und jetzt tanzen die zwei. Komischerweise. Ja, die tanzen, also er ist ganz fröhlich und sie ist noch so ein bisschen verunsichert, so wie jetzt. Okay, spring mal in die Selbstähnlichkeit. Tanzt du mit meinem Stiefvater? Guck mal, was dann passiert zwischen euch zwei. Das heißt, du hast Abschlussball in der Schule oder was auch immer. Ja, also ich kann mit ihm tanzen. Ich fühle mich gut dabei. Also es ist ein schönes Gefühl. Ja. So, ich habe ihn einfach lieb so. Er ist nicht erregt. Also ich kann quasi wie durch die Hose gucken. Aber mein Blick fällt immer noch kontrollierenderweise immer noch darauf. Ja, ist klar. So, also es neu ist, du musst es ja auch erst registrieren. Das ist schon okay. Gucken wir, ob beide Paare irgendwas gemeinsam haben. Ja, haben sie. Also ist gleich, glaube ich. Und jetzt habe ich auch wieder das Gefühl, als wenn er wieder erregt wäre. Ja, warum bist du denn jetzt wieder erregt? Er sagt, es reicht noch nicht aus. Ja, gibt es da noch ein Geheimnis? Ja, er sagt, jetzt bist du dran. Ja, also für mich ist, ja, ich muss die Kehrseiten nochmal erleben, ne? Dann geh in diese, was war das stärkste Bild immer? Ja, das auf diesen Spiel, in diesem Spielzimmer. In diesem Spielzimmer, genau. Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt viel leichter Zugang dazu. Ja. Überhaupt so auch in die Nähe des Körpers zu kommen. Und zwar ist ja immer so, dass mich irgendwas so weggedingst hat, also Energie so wieder rausgeschubst hat. Es ist viel leichter, es kostet mich aber doch noch ein bisschen Überwindung. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich habe freien Zugang dazu. Ja, also es fängt wieder so an, dass ich wenig Luft kriege. So. Ja, mir kommt sofort so ein blutiges Messer vor Augen irgendwie. Ja. Okay, ich bin einfach bereit, jetzt die andere Seite zu fühlen. Dann mach einfach. Ja, du darfst dich einfach auf mich legen und mich missbrauchen. So wie ich es auch gemacht habe. Er macht es nicht, er bleibt stehen. Ja, warum machst du das denn jetzt nicht? Weil du einverstanden bist. Es geht gar nicht. Aber das musstest du erleben und dafür musstest du einverstanden sein. Und einverstanden sein geht nur, wenn du das Ganze verstehst, um was es geht. Egal, was passiert jetzt. Das glaube ich jetzt aber gar nicht. Ja, jetzt will ich den Schmerz fühlen, sonst glaube ich das nicht. Dass ich sag dir, soll er wehtun, wenn du es auch spürst. Bitte. Ja. Ja, er macht das einfach nicht. Weil er keinen eigenen Impuls hat, weil er keine eigene Reaktion mehr hat, weil der Missbrauch ihm vorher passiert ist und von daher war dein Missbrauch nur die Reaktion da drauf. Und wenn der Hintergrund jetzt weg ist, dann kann er dich gar nicht mehr missbrauchen. Vielleicht ist er jetzt wirklich der Papa zu dir. Ja, also er sagt doch, also er steht vor mir und ich lieg halt, ne? Ja. Also er kniet vor mir und er sagt, ja, du bist ein Kind, sagt er. Das ist ja jetzt ein Ding.
Ja. Ja, wenn ich jetzt auch meine Mama dazu hole, dann sind die total verliebt, die zwei. Und die haben tollen Sex. So wie sie es gehört, genau. Das ist ja ein Witz. So fühlt sich eine Auflösung an. Hättest du das erwartet? Nö. Kann man sich sowas ausdenken? Mm-mm. Das hast du jetzt nicht freiwillig ausgedacht? Nee. Ich habe jetzt gedacht, jetzt geht's gleich los. Oh, okay, voll Schmerz. Na gut, okay, ich werde es überleben, weil das im Knie war auch schon. Aber ich dachte, ja gut, das habe ich ja auch geschafft. Dann werde ich den Rest jetzt auch schaffen. Und es war auch ein freier Zugang so. Also ich habe mich frei gefühlt in meiner Entscheidung. Ja. Es war nicht mehr so, dass mich irgendwas immer davon abgehalten hat, sondern ich fühlte mich frei, zu diesem missbrauchten Körper hinzugehen. Ja. Und das jetzt frei zu entscheiden einfach. Ja. Und das ist ja schon die Freiheit. Und er hat dann die Freiheit zu sagen, nee, du bist ja ein Kind. Das hat er sonst vorher nicht. Es war auch ein Zwang in ihm. Er selbst hat sich missbraucht, wenn du so willst. Ja, das ist ja krass. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie, als wenn sich alles dreht, so, aber nicht als wenn mir schwindelig ist, sondern so, ich weiß es nicht, als wenn so ganz viele komische Energien sich irgendwie... Lass die mal sich drehen. Oh, also, das nennt man Selbstorganisation. So unter mir. Unter mir und neben mir und überall. Ja, das nennt sich Selbstorganisation. So ganz komisch. Wie so Nebel oder so. Ja, das ist ja jetzt ein Ding. Das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Ja. Verstehst du, wenn ich sage, es gibt neue Zustände, die sind emergent, die kann man nicht ahnen, weil die gab es vorher noch nicht. Ja. Und das ist jetzt ein Zustand. Puh. So fühlt sich Freiheit an übrigens. Ja, ich kann es noch gar nicht glauben. Also ich muss erstmal die nächsten Sessions abwarten, ob der nicht wiederkommt. So. Weil bis jetzt kam er ja immer und immer und immer wieder. Ja, ist klar. Wenn es ein Kipppunkt ist, dann... Aber ich habe das Gefühl jetzt nicht mehr. Ja, ich habe das Gefühl jetzt wirklich nicht mehr. Das ist ja ein dickes... Was theoretisch noch sein könnte, theoretisch, würde bedeuten, dass noch ein paar Gedächtnisbilder existieren, die wir dann handwerklich auflösen müssen. Also reingehen, auflösen, dann ist es endgültig weg. Weil die Gedächtnisbilder sind ja trotzdem neuronal als Gedächtnisbilder noch vorhanden. So wie eben hast du gesagt, die sind erstarrt. Ne? Dass du da vielleicht nochmal reingehen musst in andere Szene, da gab es die Szene da im Auto, wo er seinen Schwanz rausgeholt hat und du musst ihn da berühren. Geh doch mal ein solches Bild nochmal rein und löse es dadurch auch auf. Ja, ist total, also nichts erregt, gar nichts. Dann geh in das Gedächtnisbild, hol ganz bewusst das Gedächtnisbild herbei. Also erinnere dich an das Bild, an eine Session, die du hattest für dieses ja, Bild. Ja, habe ich. Das Bild habe ich geholt. Ah ja, und? Ist nicht erregt. Sein Penis ist nicht mehr erregt? Nein. Na gut, das heißt also, selbst dort ist es wie so ein Dominostein hineingewirkt, da hat sich jetzt die Erregung... Ja, wie die Energie, die raus ist. Genau. Wie Luft, die raus ist. Ja, Energie, die raus ist, ist richtig, ja. Gut, dann gehen die anderen Gedächtnisbilder nochmal rein. Da mit dem Gras war da noch eine Szene. Ja, da ist auch nichts mehr. Also auch, ja, nichts mehr. Alles unerregt. Tja, Mädchen, bist du frei? Ja, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Der Himmel war doch immer grün, wieso ist er jetzt blau? Ja. Zeig mir doch mal eine Situation. Gibt es noch irgendeine Situation, wo ich was tun muss da jetzt bezüglich? Also es taucht nur so ein symbolisches Bild auf, was ich so jetzt aber noch nie gesehen habe. Und zwar ein Kind, was nackt ist, gespreizte Beine hat. Ja. Und also schon jemand. Ja, das ist so wie so ausgeschnittene Pappe. Wie so Pappfiguren, die man immer so zusammenhält. Zusammenschiebt. Ja, als wenn jemand noch... Also schon noch an dieses Kind eindringt irgendwie. Ja, und wenn ich das jetzt einfach zerschneide, dann entstehen die neu, aber es ist kein Schwanz mehr da. Ja. Also es findet nicht mehr statt. Super. Sehr schön. Ja, Mensch.
Es kann aber auch sein, dass das jetzt deshalb erst gekommen ist, weil du gestern die Entscheidung gefällt hast, du willst leben. Und dass das so eine generelle Entscheidung war, dass jetzt alles kommt, um das aufzulösen. Das könnte auch sein. Ja, so glaube ich, ist das bestimmt. Ich denke auch, ja. Wir waren in der letzten Session am tiefsten Punkt und jetzt geht es nur noch bergauf, ja. So, jetzt gehen wir wieder in den Ausgangspunkt zurück. Wäre ja spannend, mal zu gucken, wie kann jetzt seine innere Frau mit einem Ex-Freund und mit einem Stiefvater, mit einem Lichtdienvater und so weiter. Bring die mal zusammen überall und guck mal, was da für Spannungen sind oder wie die sich verhalten jetzt untereinander. Also, meine innere Frau gibt meinem Ex-Freund die Hand und macht einen Knicks und lächelt total dabei. Oh, wow. Und sagt so, ja, hey, danke. So. Also, sie ist total so bei sich, total fröhlich. Ja. Dankbarkeit. Ja. Und du kannst dir deinem Papa in dir helfen, indem du sagst, dass du seine Tochter bist. Weil dein Papa kriegt eine Tochter. Das ist auch seine Erlösung. Weil er hat nun mal eine Tochter. Ja, okay, ich bin deine Tochter und jetzt sag mir gefälligst, dass du mein Papa bist. Ja. Und dass du da bist für mich. Genau. Und damit sagst du nämlich auch zu ihm als Tochter ja. Und das ist ja auch deine Verpflichtung. Du musst auch als Tochter zu ihm ja sagen. Ja. Na ja, er nickt. Das ist ja toll. Also von meiner Seite ist das Präzision, wer ist das nicht? Das läuft genau richtig. Boah. Ja. Heftig. Und deshalb gibt es jetzt alles logischerweise. Das ist alles in dir aufgebrochen. So willst du gestern die Entscheidung für das Leben zu erleben. Ich habe gestern im Bett gelegen und habe echt, also ganz oft, ich weiß nicht wie viel mal, gesagt, ich will leben, ich will leben, ich will jetzt leben. Ja. So, ne? Ja, boah, viel passiert. Viel passiert.